New Start ist eine der ältesten Karten im Spiel und für viele Spieler des Hauptspiels die letzte. Ihr spielt als Römer und habt das Ziel, eine andere Römersiedlung auf einer anderen Insel zu zerstören. Das Spiel behauptet auch, ihr müsstet die vier Hauptmänner oben rechts auf der Karte retten. Ich weiß noch, wie mein Vater damals versucht hat, diese am Leben zu halten, bis er dann gemerkt hat, dass die völlig egal sind. Fakt ist, die Geiseln werden das Ende des Spiels nicht erleben. Der Berg im Norden enthält Kohle, Eisen und Stein. Mehr Kohle und Eisen findet ihr außerdem im südlichen Berg. Der Berg im Südosten enthält Kohle und Gold. Im Südosten der Karte gibt es außerdem eine weitere Insel, auf der ein paar Schwerter, Rüstungen und Weinamphoren rumliegen, aber die zu holen ist den Aufwand nicht wert. Ihr startet auf dieser Karte mit eher dürftigen Vorgaben und ohne Werkzeuge für die Lebensmittelproduktion, was den Anfang etwas erschwert. Was Baumaterial betrifft, kann es helfen, alle Türme bis auf einen einzigen abzureißen. Da ihr aber nicht angegriffen werden könnt, könnt ihr auch einfach mit F12 durchskippen. Konzentriert euch auf Level 3 Soldaten und versucht, einen Brückenkopf auf der anderen Insel zu errichten. Die KI breitet sich kaum aus, daher solltet ihr genug Platz haben. Wichtig sind ein Hafen und einige große Türme, damit die KI euch angreift und sich damit selbst schwächt. Ein Lazarett hilft ebenfalls. Danach erobert ihr einfach die gesamte Siedlung wie gewohnt. Diese Karte konnte ich mit F12 in etwas über 20 Minuten durchspielen. Und wenn ihr mich fragt, fehlt hier etwas. Deshalb habe ich mich an einem Remaster versucht, der die Karte etwas herausfordernder macht und ein paar Gimmicks einfügt. Link in der Beschreibung. Wenn ihr den Remaster ohne Spoiler spielen wollt, beendet das Video jetzt. Die wichtigste Änderung ist, dass die KI jetzt angreifen kann. Nach 45 und danach alle 30 Minuten erscheint eine Fähre, die einen von drei Landepunkten ansteuert und dort Soldaten abliefert. Die Landepunkte rotieren in einer festen Reihenfolge und die Soldaten werden bis zum dritten Angriff stärker. Kurzfristig könnt ihr die Angriffe abwehren, indem ihr die Fähre mit 2 bis 3 Kriegsschiffen abfangt. Um die Angriffe dauerhaft zu unterbinden, müsst ihr den feindlichen Hafen zerstören. Um diese neue Gefahr etwas auszugleichen, startet ihr nun mit etwas mehr Baumaterial sowie einer Sense und einer Angel. Außerdem findet ihr in den Bergen zusätzliche Bodenschätze. Die Geiseln gehören jetzt zu einem anderen Spieler und ihre Sicherheit ist nun garantiert. Um sie zu befreien, könnt ihr entweder den Abkürzungszauber eines Priesters verwenden oder alle Türme im Umkreis erobern. In beiden Fällen wechseln die Hauptmänner dann zu euch und eure Kampfkraft wird maximiert. Zugegebenermaßen ist es aber unwahrscheinlich, dass ihr die Geiseln befreit, bevor ihr dem Sieg nicht zumindest nahe seid. Die Waren auf der dritten Insel gibt es nicht mehr. Stattdessen findet ihr dort aber eine Gruppe von Soldaten, die sich geweigert haben, eure Siedlung anzugreifen und deshalb hier ausgesetzt wurden. Wenn ihr Kontakt zu ihnen aufnehmt, werden sie sich euch anschließen. Die neue Karte nutzt außerdem neue Welttexturen, es gibt aber auch eine Version mit Standardtexturen. Viel Spaß damit!